This evening, continue with our talk on Cittanupassana, mindfulness of consciousness. Heute Abend fangen wir fort mit dem Vortrag über Bewusstheit des Geistes. I think the key to mindfulness of consciousness is continuous mindfulness. Der Schlüssel zur Bewusstheit des Geistes ist ununterbrochene Achtsamkeit. This is because unless you have continuous mindfulness, then you can start looking deeper into the mind itself without interruptions. Denn nur mit fortwährender Achtsamkeit können wir immer tiefer in den Geist selbst blicken. For example, there's this cushion. We call it an eternal cushion. Es gibt da zum Beispiel dieses Kissen. Wir nennen es ein inneres Kissen. So if the mind watches the mind, then there are two minds. Das ist also der Geist, der Geist ist. Es gibt zwei Arten von Geist. Now, is that possible? Ist das möglich? When once I asked this question, there was somebody very smart that answered, "You can if we are split." Ja, es ist möglich, in dem Fall, wenn wir selbst gespalten sind. People often ask me this question. So I asked them in return, what type of answer do you want? Abhidhamma answer or Zen answer? Leute fragen mich oft diese Frage und ich frage dann zurück, welche Art von Antwort wollt ihr haben? Abhidhamma Antwort oder Zen Antwort? He answered me, he wanted a Zen answer. Dann heißt das eine Zen Antwort. So I told him, look at your mind. Look at the mind and you get the answer. Die Antwort ist, schau deinen eigenen Geist an und dann bekommst du die Antwort. The Abhidhamma answer is you're looking at the immediate past. Und die Abhidhamma Antwort ist, man schaut sich die unmittelbar zurückliegende Vergangenheit an. When you watch the consciousness, you actually watch the consciousness that has just passed away but leaves an impression. Und zwar handelt es sich da jetzt um das Bewusstsein, das gerade vorbei ist, aber einen Eindruck hinterlassen hat. It's also something like a Zen answer. Das klingt eigentlich auch eine Zen Antwort. But logically we say that it is because one consciousness arises after another, it belongs to a process by itself that looks into what's happening with the consciousness. Weil ein Bewusstseinsmoment nach dem anderen entsteht, ist es eigentlich dieser Prozess, dass man in das Bewusstsein selbst schaut. That means it's something automatic. Like for example, you know, after ability to not thinking for a while, the noting becomes automatic. Wenn man die Fähigkeit des Notierens etabliert hat, dann wird das Notieren automatisch. When you build up this ability to not thinking, when thinking arises, the noting or the thinking comes automatically. You don't have to try it. Wenn man zum Beispiel die Gewohnheit etabliert, dass man notiert das Denken, dann erhebt sich dieses Notieren sofort in dem Moment, wenn Denken passiert. Another example, it is like looking into a mirror. Anderes Beispiel ist, wenn man in den Spiegel guckt. So when there's automatic mindfulness, it automatically watches everything. Das ist diese automatische Achtsamkeit, sie sieht automatisch alles im Spiel. Including the mind itself. Auch einschließlich des Geistes selbst. That's when things become interesting. Und dann wird es wirklich interessant. Just what happens in Vipassana. Everything comes under scrutiny and questioning. Und das ist es, worum es in Vipassana geht. Alles kommt unter das Messer der Untersuchung. Nothing is taken for granted. Nichts wird einfach für garantiert genommen. Even the mindfulness is not taken for granted. Selbst die Achtsamkeit selbst wird nicht garantiert genommen. That is why before the watching of the consciousness can be usually before the watching of the consciousness can be deep, the hindrance, most of the hindrances at least, should be put aside. Bevor die Schau in das Bewusstsein wirklich tief werden kann, müssen all die Hindernisse beseitigt sein. If the hindrances are there, they can be made use as an object, but it is not going to be easy.
Wenn die Hindernisse noch da sind, dann können sie selbst benutzt werden als ein Objekt der Untersuchung, aber das ist nicht leicht. It's just like what the Buddha said, when the water is clear, then you can see what is inside the water. Das ist dieses Beispiel des Buddha. Wenn das Wasser klar ist, dann kann man genau sehen, was im Wasser ist. Yesterday I was talking about watching the consciousness that are connected with the defilements or hindrances. Gestern habe ich über das Bewusstsein gesprochen, das mit den Verblendungen verbunden ist. Tonight we will talk about watching the consciousness in terms of the six senses. Heute betrachten wir das Bewusstsein unter dem Blickwinkel der six Sinnestore. So you know what the six senses are, the eye, ear, nose, body, ear, eyes, nose, body, tongue and mind. Und diese sechs sind Körper, Zunge, Nase, Augen, Ohren und Geist. The mind runs to all the six sense doors. Der Geist rennt zu allen diesen sechs Sinnestoren. And from there arises the six thought processes. Und von diesen sechs Sinnestoren erheben sich die sechs Gedankenprozesse. And from the six thought processes there are different further progressions or combinations of each. Und davon ausgehend kommt es dann zu weiteren Entwicklungen dieser Gedankenprozesse und Kombinationen. That's how the whole world is created. Und das bedeutet, die ganze Welt wird erschaffen. So watching the sixth sense, the mind at the sixth sense doors, is like following it closely to wherever it goes. Wenn man den Geist an den sechs Sinnestoren betrachtet, dann heißt das, dass man ihm sehr eng nachläuft, wo immer er hingeht. You would have to have some basic understanding of the working of the mind. Und dafür braucht man ein gewisses grundlegendes Verständnis von der Arbeitsweise des Geistes. Since you have gone through some Abhidhamma course, it would be easy. Wenn man Abhidhamma weiß, dann ist das einfach. I will make things even more simpler. Ich mache die Dinge jetzt noch einfacher. The key to understanding the processes is understanding of the mind door. Und der Schlüssel zum Verständnis der Prozesse ist das Verstehen des Geisttores. Which is also what we call the life continuum, the Bhavangachitta. Das wird auch genannt das Lebenskontinuum, Bhavangachitta. This is like the, in computer language, the basic program. In Computersprache wäre das quasi die Hardware. And the object of Bhavanga is like the homepage. Und das Objekt dieses Lebenskontinuums wäre die Homepage. If you withdraw all your thought processes from its active state, then it returns to a very, the basic passive state. Wenn man die Gedankenprozesse aus ihrem aktiven Zustand zurückzieht, dann kehren sie in ihren passiven Zustand zurück. Then you end up with the Bhavangachitta, the life continuum. Und das ist dieses Lebenskontinuum. It is equated with the deep sleep. Es wird oft verglichen mit dem Tiefschlaf. This is not very helpful because people don't know what a deep sleep is. Das ist aber nicht sehr hilfreich, wenn man gewöhnlich nicht weiß, was der Tiefschlaf ist. Once I was talking to a monk, I said, a deep sleep is, you're quite unconscious. Ich habe da mal mit einem Mönch gesprochen und im Tiefschlaf ist man ziemlich unbewusst. And he said, how can you say that? The deep sleep is a Bhavangachitta and it has its object. Und der sagt, wie kannst du das sagen? Tiefschlaf ist der Bhavangachitta und das hat sein eigenes Objekt. Different. He was talking of Abhidhamma. He was talking of common man language. Er sprach über das Abhidhamma und er hat über die Sprache des gewöhnlichen Menschen gesprochen. You are the ordinary man in the village. When you deep sleep, do you know anything? He says, I don't know anything. Wenn du den gewöhnlichen Mann fragst, was er im Tiefschlaf weiß, dann weiß er gar nichts im Tiefschlaf. But it can be known if you watch your mind properly. Aber es ist möglich, dass man es weiß, wenn man den eigenen Geist sehr sorgfältig betrachtet. For example, one lady had been meditating a long time, and she is going into some
many of these peaceful states. Eine Person hat sehr lange Zeit meditiert und viele der sehr friedvollen Zustände erreicht. Nobody tells you what it is. They just tell us to be mindful, not. Und das interessierte dann nicht, was diese Zustände waren. It is not wrong, it's correct instruction. But for people who are curious or they want to know what they experience, they can be disappointed. Aber die Anweisung war einfach nur weiter fortzufahren mit dem Notieren. Aber für diejenigen, die es wirklich wissen wollen, kann das enttäuschend sein. So one day she said, I have this interesting experience. I saw my mind sleeping. Eines Tages sagte sie, ich hatte diese interessante Erfahrung. Ich sah, wie mein eigener Geist schlief. Just the Bhavanga sleeping. Und das ist dieses untergründige Bewusstsein der Bhavanga Chitta. When you're free, you can try this experiment. Yes. When you're going to sleep, try to be as mindful as possible and watch yourself fall asleep. Kannst du mal das Experiment durchführen, wenn du am Einschlafen bist? Versuche dabei so bewusst wie möglich zu sein. If your mindfulness is strong enough, you can catch the Bhavanga. Und wenn die Achtsamkeit scharf genug ist, dann kann man dieses untergründige Bewusstsein im Bhavanga Chitta erkennen. It's very peaceful. Sometimes it can be very bright and transparent. Sehr friedvoll. Manchmal kann er sehr hell und durchsichtig sein. And you've been meditating often, you find that the mind often retracts itself and goes into this peaceful state, which is bright and clear, and as if there's no object. But actually, it has a subtle object. Wenn man viel meditiert hat, dann kann einem das passieren, dass sich der Geist in diesen sehr friedvollen Zustand zurückzieht, wo alles sehr hell und durchsichtig ist. This may be one reason why some people they tend to mistake the mind as the Nirvana. Und das ist vielleicht ein Grund, warum manche diesen Geist als das Nirvana missverstehen. And actually some Buddhists, not the Theravada, some later Buddhist schools that say that the life continuum is Nirvana. Es gibt spätere buddhistische Schulen, die das behaupten, dass das Lebenskontinuum das Nirvana ist. But if you watch carefully, it is actually from this peaceful state that all the mind objects can arise. Aber wenn man das sehr genau untersucht, dann kann man feststellen, wie sich aus diesem friedvollen Zustand all die unterschiedlichen Geistesobjekte entfalten. That's why one very useful instruction in the Satipatthana Sutta is when he's lying down and falling asleep, he's mindful, he's falling asleep. Eine sehr nützliche Anweisung in dieser Hinsicht aus dem Satipatthana Sutta ist, wenn man sich hinlegt zum Schlafen, dass man sich achtsam sein soll, wie man schläft. And from this, when the mind receives stimulus from outside the sense doors, then this 5 sense thought processes arise. Und wenn der Geist Stimulanzen erhält von außerhalb dieser Sinnestore, dann erheben sich die verschiedenen Gedankenprozesse. And following that, there are different processes that create concepts. Und damit verbunden sind dann Konzepte. The Abhidhamma talks about how these different processes bring out the different concepts. Und der Abhidhamma erklärt im Einzelnen, wie diese verschiedenen Prozesse zu den unterschiedlichen Konzepten führen. I won't go into that. Aber ich werde das jetzt nicht hier erklären. For example, in the hearing, in the ear door, the combination of sounds bring about the concept of words. Zum Beispiel am Gehörtor bringt die Kombination von Lauten hervor Worte. And following the word, which they call it the name concepts, is the idea concepts. Und sie nennen diese Worte die Namenskonzepte und aus diesen entwickeln sich die Ideenkonzepte. And this idea concepts consists of another process, thought process following it. Und davon ausgehend kommt es dann zu weiteren Gedankenprozessen. In the case of the eye door, the different lights form what we call the shape and form concepts. Im Falle des Augentores kombinieren sich die verschiedenen Farben in das, was wir Formen nennen. And following that is the thought processes forming the idea concepts. Und dann kommt es zu den Gedankenprozessen, die das Ideenkonzept sind. And following that, the name or the word concept. Und danach kommt dann der Namens- oder das Wortkonzept.
I found this useful because at one time I was always trying to bring the mind to the paramatta, the ultimate realities. Ich fand das einmal nützlich, weil ich einmal versucht habe, den Geist immer in die letztliche Realität zu bringen. When you hear people speaking, you don't listen to the words. You pay attention to just the sound. Zum Beispiel, wenn man dann Leute sprechen hört, dann gibt man nicht die Achtsamkeit den Inhalten, sondern einfach nur den Lauten. When you see, you don't take note of the form or the shape. You just take note of the color. Oder wenn man etwas sieht, dann notiert man nicht die Form oder die Gestalt, sondern einfach nur die Farbe. And in the case of smelling, tasting and touching, you don't take note of the idea, but just the pure sensation. Und im Falle der anderen Sinne, des Riechens, des Berührens und des Schmeckens, ja, da macht man sich einfach nur die reine Empfindung bewusst, nicht die Idee. For example, you eat and you think, oh, this mango tastes nice. It's a mango taste. Im Falle, wenn man zum Beispiel jetzt eine Mango isst, dass man sich nicht sagt, die Mango schmeckt gut, sondern einfach nur den Geschmack notiert. You don't think of the mango, please. Think of the taste. Du denkst nicht über die Mango, sondern einfach nur den Geschmack. The taste, there are only four tastes. Sweet, sour, bitter and salty. Es gibt nur vier Geschmäcker. Süß, sauer, bitter und salzig. Other than that, all the other ideas come in. Und alles andere sind dann Ideen, die sich darauf aufbauen. And it is too strong, then the Vedana feeling also becomes strong. Then it becomes unpleasant. Und wenn diese Geschmäcker sehr stark sind, dann wird das Gefühl auch stark und es kann zu einem unangenehmen Gefühl kommen. What happens is, when all this happens, the mind immediately began to respond to it. That is, it may respond positively, that is wholesome, with mindfulness, or negatively, with the defilements. Und es gibt im Grunde diese beiden Haltungen des Geistes, wenn all das passiert. Er kann heilsam antworten, mit Achtsamkeit, oder unheilsam, mit den verschiedenen Verblendungen. And this response, we call it the karma being performed. Und diese beiden Grundhaltungen, die können auch resümiert werden als das Karma. This wholesome or unwholesome consciousness, we call it karmacittas. Und dieses heilsame oder unheilsame Bewusstsein, wir nennen es dann dementsprechend karmacitta oder Bewusstsein. And from that conditions other things. Und das wiederum führt dann zu anderen Dingen. It's called samsara. Und das Ganze nennt sich dann Samsara, Daseinskreislauf. Samsara is the mind running around. Kurz gesagt, Samsara ist der Geist, der sich im Kreis dreht. So when you watch the consciousness, you watch the mind running around. Also wenn man das Bewusstsein betrachtet, dann betrachtet man dann den Geist, wie er herumläuft, herumirrt. He runs to the eye door, runs to the ear door, round and round and round. Der rennt einmal zum Augentor, dann zum Gehörtor und immer weiter und immer weiter. The most important is finally it comes back to the mind door. Und das Wichtigste ist, dass man dann am Ende zum Geisttor zurückkommt. And all things that have depth are found in the mind door. Denn alle Dinge, die Tiefe haben, können gefunden werden am Geisttor. When you do the watching of the consciousness at the six sense doors, it is another way of putting choiceless awareness. Wenn man das Bewusstsein an den sechs Sinnestoren betrachtet, ist das eine andere Art der wahllosen Bewusstheit. So you need to anchor the mind somewhere to give it strength. So you anchor it at the mind door. Und da muss man den Geist irgendwo verankern, um ihm Stärke zu geben, und das tut man im Geisttor. And this is in the mindful consciousness itself. Und das ist also im achtsamen Bewusstsein selbst, wo man ihn verankert. So there is this practice whereby you can use the consciousness as the primary object. Und das ist diese Praxis, wo man das Bewusstsein zum primären Objekt macht. This is not for the beginner, because it's not familiar with the mind. Und das ist nicht für die Anfänger, denn das setzt eine Vertrautheit mit dem Geist voraus. But when one has practiced mindfulness with regards to body and feelings,
then the nature of the mind or the citta becomes clearer and you can use it. Wenn man aber zuerst die Achtsamkeit etabliert hat in Bezug auf den Körper und die Gefühle, dann kann man das tun. But this mind is the consciousness with mindfulness. Aber dieser Geist ist das Bewusstsein mit Achtsamkeit. That's why I say the base or key to mindfulness of consciousness, continuous mindfulness. Deshalb haben wir gesagt, dass die Basis oder der Schlüssel zur Bewusstheit des Geistes ist die ununterbrochene Achtsamkeit. And the object of this mindfulness is mindfulness. Das Objekt dieser Achtsamkeit ist die Achtsamkeit. So, in teaching this method, I tell people to just be mindful. Don't try to be mindful of anything. Und wenn ich diese Methode lehre, dann sage ich den Leuten, seid einfach nur achtsam, seid nicht irgendeines bestimmten Dinges achtsam. When you do that, then you automatically know that you're mindful. Und wenn du das tust, dann weißt du automatisch, dass du achtsam bist. You don't have to look anywhere. It's automatically there. Du musst nicht irgendwo hinschauen, das ist automatisch da. And then you keep it as stable and as mindful as possible. Und dann hältst du es so stabil und achtsam wie möglich. You hold it as if you're holding a candle flame that does not flicker. Du hältst es so, als ob du ein Kerzenlicht halten würdest, ohne dass es zu flackern beginnt. You can try, no, but it'll flicker. Das ist nicht einfach. You can try, but it will still flicker, because the mind is not so easily controlled. Das kann man versuchen, aber es wird immer noch flackern, weil der Geist ist nicht einfach zu kontrollieren. So, when you try to do this, what happens is, it will still on and off run to the six sense doors. Was in der Realität passiert, wenn man versucht, das zu tun, man wird sehr schnell zu den sechs Sinnestoren rennen. So, when you're trying to just be mindful, and you know they are mindful, after a while, there's a sound, and you can see the mind running to the sound. Wenn du versuchst, einfach nur achtsam zu sein, und du weißt, dass du achtsam bist, dann gibt es zum Beispiel ein Geräusch, und der Geist rennt zum Geräusch. That when you try to be mindful again, it comes back. Und wenn du wieder versuchst, achtsam zu sein, dann kommt es wieder zurück vom Geräusch. After a while, you find that there's a pain in the legs, and it runs the pain. Oder du stellst fest, dass es einen Schmerz im Fuß geht und der Geist rennt zum Schmerz. Und dann gibt es Gedanken und der Geist rennt zum Geistobjekt, dem Denken. But if you have this mindfulness present to some degree, you know it runs, but you can still bring it back to the central point. Aber wenn du diese anfangs erwähnte Achtsamkeit in bestimmten Maße schon hast, dann weißt du, dass der Geist hier und dorthin rennt, aber du kannst ihn immer wieder zurückbringen. And after a while you find that it stays more stably in the central position. Und dann nach einer Zeit wird man feststellen, dass es immer mehr in dieser zentralen Position bleibt, der Geist. And then at that point you still try to observe the changes in the mindfulness and the consciousness. Und an diesem Punkt versucht man sich dann auch gewahr zu werden der Veränderungen in der Bewusstheit. At this point you need to see, able to see the changes. An diesem Punkt ist es notwendig, dass man die Veränderungen wahrnimmt. What often happens is if they can put the mind in the mindfulness in the central position and stay long, usually it becomes brighter and brighter. Und was dann passiert, wenn man also den Geist in dieser zentralen Position der Achtsamkeit halten kann, über längere Zeit, er wird heller und heller. And it starts expanding. Und er breitet sich aus. But it may not be able to see clearly the change. So it doesn't work very well in that way. Aber trotz dieser Eigenschaften kann es so sein, dass er immer noch nicht klar die Veränderungen wahrnimmt. You have to try to see the variations of the consciousness and the mindfulness. Und deshalb geht es darum, dass man dann die Variationen, die feinen Veränderungen der Bewusstheit selbst, des Bewusstseins erkennt. Sometimes it's brighter, sometimes it's darker, sometimes it's heavier, sometimes it's lighter. Manchmal ist es heller, manchmal dunkler, manchmal schwerer, manchmal leichter. It expands and contracts. Manchmal dehnt es sich aus, manchmal zieht es sich zusammen. So it can take different forms.
Es kann also sehr verschiedene Formen annehmen. This perception of the change becomes easier if you have done the perception of change with regards to body and feelings. Und dieses Verständnis des Wandels, das ist dann viel leichter, wenn man das Verständnis des Wandels vorher im Bereich des Körpers und der Gefühle erlangt hat. Otherwise, it can be difficult to observe them. Im anderen Fall kann es sehr schwer sein, den Geist in diesen Wandlungsphasen zu sehen. The other way is to go to watch it as it changes with these other physical objects. Die andere Möglichkeit ist, dass man den Geist betrachtet, wie er sich verändert im Zusammenhang mit den verschiedenen physischen Objekten. This is what I tried to introduce to you in the early morning. Das habe ich euch versucht nahezubringen früh morgen. That is when you feel all the physical sensations and you put that awareness in the center of it. Das ist dann, wenn man all die verschiedenen physischen Sensationen, Empfindungen wahrnimmt und man versucht, die Bewusstheit ins Zentrum dessen zu stellen. And when you feel the different vibrations and sensations touch or contact with the awareness, you find that the awareness changes with it. Und wenn man dann diese verschiedenen Vibrationen und Sensationen, wenn man das sieht, wie die in Berührung kommen mit der Bewusstheit, dann versteht man, wie sie sich verändern. Once you can see this, then it's no problem with looking into the impermanence of the consciousness. Und wenn man das schafft, dann ist es auch nicht mehr schwierig, die Vergänglichkeit des Bewusstseins selbst zu erkennen. Because when the object changes, the consciousness changes with it. Denn wenn sich das Objekt verändert, verändert sich das Bewusstsein im gleichen Maße. And then, so when you go into just a pure mind object, the mind object changes, and so the consciousness also changes. Wenn man zum Beispiel in ein reines Geistobjekt geht und dieses sich verändert, dann verändert sich das Bewusstsein im gleichen Maße. So in this way, the one can develop to observe impermanence of the citta, consciousness and the mental states. In dieser Weise kann man die Wahrnehmung der Vergänglichkeit in Bezug auf die Geistesfaktoren und den Geist kultivieren. Then what happens is, the next thing that happens, the consciousness starts changing and become more and more subtle. Und das nächste, was dann passiert ist, das Bewusstsein verändert sich und wird immer subtiler. For example, you can start sinking into various layers. Es sinkt ab in verschiedene Tiefenschichten. And each layer it becomes more and more peaceful. Und an jeder dieser tiefen Schichten wird es immer friedvoller. You can start taking different forms of subtle consciousness. Es nimmt an verschiedene Formen des subtilen Bewusstseins. Some are very subtle, soft, some are very light, some are very expanded. Manche sind sehr subtil, weich, andere sehr leicht oder expandiert. So in this way, the development of consciousness can become deeper and deeper. In dieser Weise kann also die Entwicklung des Bewusstseins immer tiefer gehen. And you get insight into the three characteristics connected with the consciousness. Und dann erhält man Einsicht in die drei Charakteristiken, wie sie mit dem Bewusstsein verbunden sind. Then you can go beyond this consciousness, this mundane. Und das heißt dann, dass man jenseits dieses weltlichen Bewusstseins gelangt. Find this practice of mindfulness of consciousness very interesting. Ich finde diese Praxis der Bewusstheit des Bewusstseins sehr interessant. And I believe that for deeper practice of vipassana, you need to do a lot of mindfulness of consciousness. Ich glaube, dass für die tiefere Praxis des Vipassana muss man diese Art von Bewusstheit des Bewusstseins kultivieren. Because meditation is the cultivation of the mind and the control of the mind. Denn Meditation ist die Kultivierung des Geistes und die Kontrolle des Geistes. Unless you actually know how the mind works, then you can control it. Wenn man nicht weiß, wie der Geist funktioniert, kann man ihn nicht kontrollieren.
With regards this to mindfulness or consciousness, there are another two things that have to be mentioned. In Bezug auf die Bewusstheit oder Achtsamkeit auf das Bewusstsein gibt es noch zwei weitere Punkte, die zu erwähnen sind. One of these is the intentions. Einer der Punkte ist die Absicht. The second is the balancing of the faculties. Und der zweite Punkt sind die balancierenden Faktoren. This mindfulness of intentions is practiced after few days of the retreat. Die Achtsamkeit für die Absichten, die wird praktiziert nach einigen Tagen in einem Retreat. In the first few days it may be a bit difficult to catch them, but after 3-4 days one should be able to catch the grosser intentions. Am Anfang kann das sehr schwierig sein, diese Absichten zu erwischen, aber nach einigen Tagen der Praxis kann man die gröberen Formen der Absichten erwischen. You start by watching the intentions, the change of the, it comes with the change of the major postures. Man betrachtet die Intentionen, die Absichten, die verbunden sind mit dem Wechsel der verschiedenen Körperpositionen. For example, after sitting, you have intention to get up. You take note, that's the intention to tell you, get up, get up, get up. Zum Beispiel, wenn man eine Zeit lang sitzt und man hat die Intention aufzustehen, dann notiert man diese Absicht aufzustehen. And after walking, you see that it's about time to sit. Then you tell the mind, will tell, sit, 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 go and sit. Oder wenn man eine Zeit lang Gehmeditation gemacht hat, dann beginnt man die Absicht zu haben, sich wieder hinzusetzen. So the, all the other intentions, you hear the bell, or you, when it's time to eat, the mind will tell you, eat, eat, eat. Oder wenn man zum Beispiel die Glocke hört zum Essen, dann springt der Geist hoch und sagt, Essen, 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 das ist die Absicht, dass man essen möchte. So in one day you have so many intentions. Try catching and observing the major ones first. So hat man im Verlauf eines Tages unzählige Intentionen und die gröberen sollte man sich bewusst machen. And after that you go to the lesser intentions and after that the impulses. Und dann geht man zu den schwächeren Absichten und dann den Impulsen. These intentions arise quite quickly and spontaneously. Die Absichten entstehen ziemlich schnell und spontan. One thought comes after much thinking. That's already the very gross and slow type. Eine Art, eine sehr grobe und langsame Art der Absicht entsteht nach vielem Denken. Try to get the one that arises spontaneously, and you can see it as a consciousness that arises and passes away. Versuche dir der Absichten gewahr zu werden, die spontan entstehen, und verstehe, wie sie entstehen und vergehen. Ability to watch it in this way will help greatly to understand the truth of non-self anatta. Wenn man dazu imstande ist, die Absichten auf diese Weise zu verstehen, dann versteht man allmählich die Wahrheit des Nicht-Selbst. Because what usually happens is, when you do certain things, at the back of the mind, there's a thought, I'm doing this, I'm eating, I'm going to eat, I'm going to think, I'm so sleepy, I want to sleep. Then, so the I is always somewhere around. Denn was nämlich untrennbar verbunden ist mit diesen verschiedenen Absichten ist, dass es, wenn man irgendeine Absicht hat, im Hintergrund des Geistes gibt es dazu den Gedanken, ich will essen, ich will schlafen, ich will mich hinsetzen. Das ist immer damit verbunden. But so when you see the intention coming, then you know that it arises from certain conditions and it passes away. Aber wenn man die Bewusstheit der Absichten kultiviert, dann versteht man, wie die Absichten aufgrund bestimmter Bedingungen zustande kommen und wieder verschwinden. For example, after sitting sometime, this intention, I want to get up. Intention, wanting to get up, wanting to get up. Zum Beispiel, wenn man über eine gewisse Zeit gesessen ist, es wird unbequem, dann kommt diese Absicht, dass man aufstehen will. You say, why? Who is it that wants to get up? Nobody that wants to get up. But the one to get up is so strong. I cannot sit anymore. To get up.
Das ist also quasi dieser innere Schrei des Geistes, dass man aufstehen will, aber wer ist es, der da wirklich aufstehen möchte, außerhalb dieses Schreis? Then you can see, maybe because there's this pain there, poking at your pain, terrible thing. Und dann denkt man sich vielleicht, es hat mit diesem Schmerz zu tun. So you can see that this thought of getting up comes about because of the pain. Also diese Absicht, dass man aufstehen möchte, die kommt zustande durch den Schmerz. And so when you, after you get up, the thought goes away. It's not there anymore. Und dann, sobald du aufgestanden bist, verschwindet auch diese Absicht. And then when you get up, you just can't stand there. The mind will tell you, what are you doing standing here a whole day? You gotta walk. So, okay, I'm gonna walk. So you walk. Aber wenn man eine Zeit lang dann einfach stehen würde, dann würde der Geist wieder aufschreien und sagen, du kannst ja nicht die ganze Zeit stehen und fang an zu gehen. So you walk, right step, left step, right step. And then, where am I gonna walk? Und dann geht man eine Zeit lang rechts, links und dann fragt sich der Geist, wohin gehe ich eigentlich? Ah, I'm gonna walk to the toilet. Und dann entscheidet man, auf die Toilette zu gehen. One fellow was watching his walking. He walked and finally he walked to his bed and slept. Oder ein anderer Fall, der hat das Gehen praktiziert und irgendwann ist er dann halt Richtung Bett gegangen. He didn't watch his intention. It rose telling him to go to bed. He didn't know, he just followed it. Er hat nicht die Bewusstheit der Absichten kultiviert. Die Absicht hat ihn bekommen und er ist ihr einfach gefolgt. Another important point of the intention is that it maintains the continuity of the mindfulness. Ein anderer wichtiger Punkt an den Absichten ist, dass über die Bewusstheit der Absichten kann man die Kontinuität der Achtsamkeit aufrechterhalten. This is because the intention occurs between every action. Der Grund dafür ist, weil eine Absicht ereignet sich vor jeder Handlung. So if you are mindful of the intention, then you automatically also be mindful of the beginning of the action. Das heißt, wenn man sich der Absicht bewusst ist, dann ist man sich immer auch des Beginns der betreffenden Handlung bewusst. Otherwise there will be some empty space before that. Im anderen Fall hat man dann einfach nur eine Leerstelle. For example, some people when sitting and then know that you may know the intention to get up. Then after that it goes away and then it comes back, it goes away. Then the next thing they know they're already standing. Manchmal wenn man lange sitzt, dann kann man die Absicht haben aufzustehen, aber man wird sich dieser Absicht bewusst, sie verschwindet, dann kommt sie wieder und irgendwann kommt es dann dahin, dass man aufsteht. You didn't see the actual intention that causes the standing up. Das passiert dann, wenn man sich der Absicht nicht bewusst war, die zum Aufstehen geführt hat. Also for example, a person who has been doing a lot, who is smoking a lot, and he tries to cut off the bad habit. The bad habit? Of smoking. Also, Person, die viel raucht und er versucht, diese Gewohnheit aufzugeben. He says it's very difficult to cut off smoking, because the cigarette automatically comes to his hand. Also sehr schwer manchmal diese Gewohnheit aufzugeben. Die Zigarette, die kommt wie von alleine in seine Hand. Because he couldn't see the intention, and when he couldn't see the intention, how the hands move, also he couldn't see. Und der Grund ist, dass er sich nicht bewusst war der Intention, die dazu geführt hat, dass er die Zigarette genommen hat. And the third thing is that when you watch the intentions, you can see quite clearly the impermanence of the consciousness. Wenn man sich der Absichten gewahr wird, dann wird man sich auch der Vergänglichkeit des Bewusstseins gewahr. This ability to watch the impermanence of the consciousness, as I said last night, is a very important part of the Vipassana practices. Und das, wie ich letzte Nacht schon gesagt habe, das ist ein zentraler Teil der Vipassana-Praxis, die Vergänglichkeit des Bewusstseins zu verstehen. Because it is easier to see the impermanence and change of the body and feelings, but the citta consciousness is more subtle. Es ist relativ einfach, die Vergänglichkeit zu sehen auf der Ebene des Körpers und der Gefühle,
Aber es ist schwierig im Falle des Geistes. This is because the consciousness is very quick and very subtle. Der Grund dafür ist, dass das Bewusstsein sehr schnell und sehr subtil ist. So unless one is able to see this impermanence of the consciousness, one cannot learn the detachment from it. Aber wenn man nicht imstande ist, die Vergänglichkeit des Bewusstseins zu verstehen, dann kann man auch nicht die Loslösung vom Bewusstsein erreichen. And once to be able to reach to the unconditioned, one must be able to be detached from the consciousness. Und um zum Unbedingten zu kommen, zum Nirvana, muss man losgelöst vom Bewusstsein sein. The other aspect of consciousness is the balancing of faculties. Und der andere Punkt, der vorher erwähnt wurde, sind die ausbalancierenden Faktoren. This is when we have mindfulness very continuous, but it may not be so balanced. Wenn wir die Achtsamkeit sehr fortlaufend haben, dann kann es sein, dass sie nicht sehr ausbalanciert ist. Balance is the balance between the energy and the concentration faculty. Und Balance bedeutet hier die Balance zwischen der Energie und der Konzentration. When there's too much energy, then the mind tends to become overactive. Denn wenn es zu viel Energie gibt, dann wird der Geist überaktiv. You're not careful, it begins to think and becomes restless. Und das, was dann passiert ist, wenn man nicht aufpasst, der Geist wird sehr unruhig, er beginnt zu denken. When there's too much concentration faculty, the mind becomes very quiet. And if you're not careful, it goes to sleep. Und wenn man zu viel Konzentration hat, dann wird der Geist sehr ruhig. Und wenn man nicht aufpasst, dann schläft er ein. So you can say that the energy faculty is the active aspect of the right mindfulness, and the concentration faculty is the still aspect of the right mindfulness. So kann man sagen, dass der Energiefaktor der aktive Aspekt der rechten Achtsamkeit ist und die Konzentration der stille Aspekt der rechten Achtsamkeit. The function of the mindfulness become optimal when these two faculties or aspects are balanced. Die Funktion der Achtsamkeit wird optimal, wenn diese beiden Faktoren ausbalanciert sind. For example, when you're trying to observe your meditation object, like rising, falling, your mind must be able to follow it at the same time, keep still and calm. Zum Beispiel, wenn man sein eigenes Hauptobjekt betrachtet, das Entstehen und Vergehen dieses Objektes, dann muss der Geist imstande sein, ihm zu folgen einerseits, aber dabei still und ruhig zu bleiben. To follow it, you need the energy faculty. Um also diesem Entstehen und Vergehen des Hauptobjektes zu folgen, braucht man den Energiefaktor. And to settle and to sink into it, you need the concentration faculty. Und um sich dann darauf niederzulassen und dort einzusinken, braucht man den Konzentrationsfaktor. So when the faculties are balanced, the mindfulness is working efficiently. Und wenn also diese Fakultäten ausbalanciert sind, dann arbeitet die Achtsamkeit effektiv. Then the mind is like a very stable and efficient car that runs. Und dann kann man den Geist vergleichen mit einem sehr stabilen und schnellen Auto, das geschmeidig dahin fährt. If it is too much concentration, then it's like a big heavy car that does not move. Wenn es zu viel Konzentration gibt, dann ist es wie ein großes, klobiges Auto, das sich nicht bewegt. It's too much energy, it's like a small car running at full speed and it's just hopping around. Wenn es zu viel Energie gibt, dann ist es wie ein kleines Auto, das in Hochgeschwindigkeit fährt und ständig hin und her bummelt. That's why when you push too much, then they shake. When you push too hard, sometimes you tend to jerk. Also wenn man sich zu sehr anstrengt, dann kommt es ja auch zu solchen Körperreaktionen. When the concentration becomes so strong, too strong, some people, even they want to wake up, they can't wake up. Oder wenn die Konzentration zu stark wird, dann bei manchen ist das dann so, selbst wenn sie aufwachen wollen, sie können da nicht sich daraus erheben. For example, there was one lady doing walking meditation and her concentration faculty was too strong.
So she walked slower and slower, then suddenly she couldn't move. She got stuck. Ich erinnere mich da an eine Frau, die also einen übermäßigen Konzentrationsfaktor hat und sie hat die Gehmeditation praktiziert und wurde immer langsamer, bis sie nicht mehr weitergehen konnte. So when I walked past her, inside her mind was shouting, Bande, help me, I cannot move. But I didn't know anything, I just walked past. Und als ich dabei an ihr vorbeiging, dann ist das so, als ob ihr Geist nach Hilfe gerufen hat, Bande, ich kann mich nicht mehr bewegen, komm mir zu Hilfe. Then there was another lady that had a strong concentration faculty. When she sat, the concentration automatically came in and she couldn't move. Weil eine andere Frau, die hatte eine sehr starke Konzentrationsfaktor. Wenn sie meditiert hat, dann konnte sie sich nicht mehr bewegen. When everybody wake up, she was still sitting there because she couldn't move. Und selbst dann, wenn die anderen schon aufgestanden sind, sie konnte nicht aufstehen. So she started to panic. And she asked, Where's my mouth? Where's my mouth? Where's my what? Looking for a mouth. Ja, sie hat, dann bekam sie Angst. Sie fragte sich, wo ist mein Mund? When she thought, where's my mouth? In her mind, she saw many mouths. Wenn sie das gedacht hat, in ihrem Geist sah sie viele Münder. And then she got even more scared. Dann bekam sie, wurde sie noch ängstlicher. When she becomes so scared, eventually she comes out. Und als sie dann zu ängstlich wurde, dann kam sie raus aus dem Mittel. She was sweating. Full of sweat. Und viel Schweiß. This ability to see the balance of mind is very important for smooth practice. Diese Fähigkeit, die Balance des Geistes zu erkennen, ist sehr wichtig für eine geschmeidige Praxis. Because once it's not balanced, it just, the mindfulness just drops off. Weil wenn es diese Balance nicht gibt, dann verliert sich die Achtsamkeit. For example, with common occurrence that when people after getting some results, they become very inspired, so they push, I want more results, faster, more, then they can come to tense. Also was sehr gewöhnlich ist, also Menschen erreichen bestimmte Resultate in der Praxis und dann wollen sie mehr davon und sie schieben sich an und werden sehr verspannt. Sometimes they don't know how to stop. They keep pushing. Then they cannot sleep. Und manchmal wissen sie gar nicht mehr, wie das aufzuhören ist. Das können nicht mehr schlafen. The other type is they are so peaceful that they keep falling asleep. Der andere Typus ist, die werden so friedvoll, sie schlafen ein. This balancing of the mind is actually a skill to be acquired. Und dieses Ausbalancieren des Geistes ist also eine Gabe, die man sich erarbeiten muss. The first thing is to be able to notice that state of mind. Das erste ist, dass man imstande wird, zu notieren den jeweiligen Geisteszustand. Like some people ask me, Bante, how do you meditate when you sit down? Manche fragen mich, Bante, wie meditierst du, wenn du dich hinsetzt? So what do you do? No, you do the what I do is the normal thing, no, in a guided meditation. But it doesn't work all the time. Was ich tue, ist das, was ich in den geleiteten Meditationen anleite, aber das funktioniert nicht immer. Why does it not work? Then something must be wrong in the mindfulness. So you look at the mind and see what's wrong. Aber wenn es nicht funktioniert, dann hat es mit dem Geist zu tun. Man muss ihn untersuchen, was mit ihm nicht. It must be something to do with the mindfulness. Und es hat dann immer irgendetwas mit der Achtsamkeit. So if you find your mind is too tense, then it's tendency is you have too much energy. Wenn der Geist zu verspannt ist, dann heißt das, dass man zu viel Energie hat. You need to relax. Man muss sich entspannen. And if you feel your mind is heavy, sleepy, lazy, then you need to put in energy. Und wenn der Geist müde und faul ist oder schwer, da muss man da Energie hinzutun. This is to put it in a simple way. But you know, there are many more things that can be said. So ist es einfach betrachtet. Man kann, könnte dazu noch sehr viel mehr sagen. Can you stop here tonight? Why? You want to listen to some more? Oder wollt ihr mehr hören? Because balancing of faculties can take another 1-2 hours. Das Thema der ausbalancierten Faktoren, da kann man noch 1-2 Stunden sprechen. Once you recognize where the imbalance is, then you
balance it with the appropriate mindfulness. Sobald man erkennt, wo das fehlende Gleichgewicht ist, dann balanciert man es aus mit der entsprechenden Achtsamkeit. Let's say you have not enough energy, you bring about energetic mindfulness. Wenn man nicht genug Energie hat, dann entwickelt man eine energetische Achtsamkeit. Yes, too much energy, you bring about the peaceful type of mindfulness. Und wenn die Achtsamkeit zu energetisch ist, dann entwickelt man eine friedvolle Achtsamkeit. It is too much of either, like, oh, letting the wind out of the tire. Und wenn es zu viel von beiden ist, dann muss man es einfach loslassen, wie die Luft aus dem Reifen herauslassen. And start again from ground zero. Und fang wieder bei Null an. It is like, you know, that you remember these two states of mind. The peaceful one is like, you're so peaceful, you're about to go to sleep. But no, there is still some clarity and awareness there. Bei dem friedvollen Zustand, wo man fast einschläft, muss immer noch Achtsamkeit da sein. No? The mind that has too much energy is like, the mind is like highly charged. Die Achtsamkeit, die zu viel Energie hat, das ist wie eine hochgeladene Achtsamkeit. There's something going here. And you see the energy go. Just because people push too much. Das Gefühl ist dann wie so ein Brummen des Geistes, wenn man sitzt. So what you do is you just sit and relax. Don't try to be so mindful. Just enjoy. Nice. Sleep. And when you do that, the thing balances up after some time. Wenn einem das passiert, dann einfach entspannen und es genießen und loslassen. Try to really sleep while you're sitting. Dann versuch zu schlafen, während ihr sitzt. And once it's balanced, the watching, the mindfulness, the noting, all comes automatically. Wenn es einmal ausbalanciert ist, dann kommt die Fähigkeit zum Notieren, die Achtsamkeit, alles automatisch. In the case of the energetic mindfulness, it's like the cobra, you know. Mit der energetischen Achtsamkeit ist es wie mit der Kobra, die ihr Haupt erhebt. When the mind has not enough energy, it goes down. Grabbe, you know, grabbe. Und wenn der Geist nicht genug Energie hat, dann senkt die ihren Kopf. You bring your mind out, like a cobra. It's a very, very alert and attentive mind. Das ist ein sehr wacher und bewusster Geist, der das Haupt erhebt. It's just like a snake, a thief that's about to come. To be very alert to catch him. Das ist wie die Zähne, die dann gleich zuschnellen. Man muss sehr achtsam sein. We hold it long enough, the energy will come up. Wenn man es lang genug in dieser Position hält, dann wird sich die Energie auch erheben. What happens is, you know, it comes out and then you find yourself getting weak, losing grip. Then you pull it up again, then you lose grip, pull it up. Was einem leicht passieren kann, man schafft es, sie hochzustellen, aber sie lässt wieder nach und man muss es immer wieder tun. After a while, it gets up and it stays. And if you hold it long enough, the meditation just takes off. Aber nach einer Zeit gelingt es einem, dass man also dieses Haupt der Kobra nach oben hält. Und dann hebt die Meditation ab. So once it's balanced, you know, you don't put in too much more effort, become too relaxed. Then you start your normal meditation. Wenn es ausbalanciert ist, dann sollte man nicht mehr Energie hineingeben, sondern einfach die gewöhnliche Meditation durchführen. Otherwise it goes to the other side, you know. Denn sonst verliert sich diese Balance wieder. But this balancing is not just at one moment of time. The balancing is progressive. Aber dieses Ausbalancieren, das gelingt einem nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern das ist eine fortschreitende Entwicklung. Because as you practice, the faculties grow. Denn in dem Maße, wie man praktiziert, wachsen diese Fakultäten. The energy will grow and the concentration will grow. Die Energie nimmt zu, die Konzentration nimmt zu. But it may not grow in a balanced manner, you know. Depending on the type of practice you do, depending on the type of temperament you come from. Aber das kann schon sein, dass sich die nicht in einer balancierten Art entwickeln, diese unterschiedlichen Fakultäten. Das hängt von der Art von Praxis ab, die man durchführt. But generally, from your temperament, you know.
Aber wenn man sein eigenes Temperament kennt, dann kann man das richtig einschätzen. So if you are the really pushy type, you always keep relaxing. If you don't relax enough, boom, it comes up. Also wenn man jetzt der Typ ist, der sich immer anschiebt, dann geht es darum, sich ständig, also möglichst viel zu entspannen. This becomes more critical as your faculties becomes more powerful. Das wird umso relevanter, dieses Ausbalancieren, je stärker die Fakultäten werden, die man entwickelt. Like the car being more powerful, should have more control. Das ist wie mit dem Auto, also das hohe PS-Zahl hat, da bedarf es dann auch mehr Kontrolle, um das zu lenken. But once it's balanced, the meditation goes on by itself. Aber wenn einem dann diese Balance gelungen ist, dieser unterschiedlich entwickelten Fakultäten, dann geht die Meditation von alleine. Okay. Dhamme punyam asavakhevaham hotu idamme punyam nibbanasa pacayo hotu imang no punya bhagam sabba satanam dema sa.